Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, ins Land der lebenden Toten. Wie ihr wisst, bin ich jetzt so oft gestorben. Ich halte aber trotzdem daran fest, dass da hinten der richtige Platz ist, wo wir uns niederlassen sollten. Aber damit ich jetzt nicht am laufenden Meter und Band sterbe, werde ich jetzt hier schön erst alles zusammensammeln. Und ich weiß, ich hämmer jetzt hier wieder auf der Tastatur rum und ihr hört das auch, aber ich kann es nicht ändern, meine Freunde. Denn ich muss schauen, dass ich überlebe irgendwie. So, ich war ja noch immer am Skillen. Was hatten wir gesagt? Die Tür haben wir. Wir können schon den Fiumia-Sattel lernen. Aber ich würde auch gleichzeitig gerne wohl den Schlafsack lernen. Oh, und ich habe immer noch Punkte. Nee, ich habe leider keine Punkte mehr. Gut, okay, aber den Schlafsack, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir nicht immer so weit laufen. Dann sammeln wir jetzt Narkobären, generell Bären, und dann werden wir uns den Fiumia mal angeln. Denn wenn wir da drauf reiten können, haben wir schon mal zumindest ein Reittier. Und das scheint schon mal effektiver zu sein. Ich würde ja auch gerne eine Behausung bauen, aber ich komme zu nichts. Deswegen jetzt oder nie. Wir sind übrigens wieder an der Stelle gespawnt, wo wir gestorben sind. Schon ein paar Mal jetzt. Mal schauen, was wir dann hier haben. Wir können erstmal unseren Tribe gründen. Und zwar habe ich mir einen schönen Namen überlegt. Wir nennen uns Ark Hunters. Ark Hunters. So. Oder Ark Hunter. Ne, Hunters. Wir sind ja Mehrzahl. Wenn welche in Stripe joinen. Create. So. Dann werden wir Personality Owner. Ja, da muss ich mal schauen, wie ich das noch einstelle. Man soll ja im Tribe spielen, aber ich möchte natürlich auch immer den Leuten die Freiheit lassen, wenn sie denn nicht mehr möchten, das Tribe zu verlassen. Hoffentlich kommt jetzt Hildegard nicht schon wieder vorbei vom Strand da und attackiert uns wieder, ja. Denn das könnte uns ja auch noch passieren, dass Hildegard uns jetzt wieder attackiert. Deswegen werden wir jetzt mal schnell uns waffnen. So, wir können da bestimmt schon hier sonstige Dinge machen. Genau, hier. Eine Hose machen wir uns. Haben wir nicht gerade schon Helm gemacht? Ach ja, wir sind ja dann wieder gestorben, ne? Genau. Vielleicht ist das auch, weil wir nicht angezogen sind. Ich sammle mal weiter Fiber. Ja, mit so einem Fiumia könnte man natürlich jetzt schon schön alles sammeln, ne? Aber wir haben auch dazu keine Bären und nichts. Deswegen sammeln wir so wieder Fiber. Und ihr hört jetzt schön meine Tastatur wieder im Hintergrund, wie ich da drauf rumhämmer. Aber so ist das nun mal. Aller Anfang ist schwer, besonders hier in Avataria World. Und ich brauche dringend Verstärkung. Ihr seht es. So, kann ich schon wieder was Neues craften. Mal was zum Anziehen, was Gescheites. Da eine Mütze. Was brauchen wir denn für unsere O40 Fiber? Inventory. So, ein Mützchen. Da haben wir schon mal ein Mützchen. Vielleicht sollten wir auch unsere ersten Punkte wirklich ins Tragen investieren, dass wir mehr Dinge schleppen können. Das wäre natürlich auch sinnvoll. So, kann ich denn noch keine Werkzeuge? Warum kann ich keine Werkzeuge bauen? Ich möchte Werkzeuge bauen. Was fehlt mir denn da? Setch. Okay. Dann werde ich jetzt hier mal Setch sammeln. Und da haben wir schon Setch gesammelt. Dann werde ich mir schnell eine Dings machen. Dann werden wir uns Dings hier besorgen. Flint. Erstmal jetzt hier noch ein bisschen Setch. Jetzt Flint.
Damit wir dann wirklich auch unsere Werkzeuge wieder reparieren können. Deswegen ist ja Flint wirklich, wirklich wichtig. So, dann gehen wir wieder auf Setch. Ja, die Trikes und so, das ist jetzt nicht wirklich das Problem. Das Problem sind jetzt eher die anderen Viecher. So, kann ich mir schon eine Axt bauen. Oh, ich höre schon wieder einen Spucker. Wo ist der Lappen? Ah, und der hat uns auch gesehen. Ja, und das war es schon wieder für uns, meine Freunde. Weil ich gerade was am Craften war. Ich werde verrückt. So, wir sind aber Gott sei Dank nochmal weggekommen. Aber der Spucker kommt uns auch noch hinterher, der Lappen. Ja, ist das zum Mäusemelken. Das ist echt zum Mäusemelken. Ja, müssen wir schwimmen gehen. Nutzt uns alles nichts. Wenn jetzt ein Hai kommt, haben wir noch größere Übel. Kommt der hinterher? Nee, ne? Ah, er hat abgelassen, Gott sei Dank. Ne, da haben wir wieder Agro. Oh, herrje, herrje, herrje. Was jetzt? Was machen wir jetzt? So, jetzt ist er aber weg, oder? Ja, jetzt dreht er weg. Wir tauchen mal noch ein bisschen. Vielleicht verliert er uns dann wirklich außer Sicht oder aus... Hat die Lust verloren. Ah, oh, nach Hildegard oder wie? Ich hoffe es ja nicht. So, Spookysaurus weg. Ja. Spookysaurus ist weg. Ne, da kütt Spookysaurus wieder. Ah, den müssen wir jetzt töten, den Lappen. Der nervt nämlich echt rum hier. Aber der macht uns wieder down. Der macht und da sind wir wieder down. Ja, ich kann es nicht dran ändern, meine Freunde. Dann machen wir hier wieder Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich freue mich wirklich so darüber, dass ihr seht, wie hart das hier auf dem Server ist. Und das war jetzt nur ein Level 3. Ja. Und ich hoffe, ihr joint hier mit auf dem Server und startet hier euren eigenen Überlebenskampf. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.